Herzlichen Glückwunsch an alle meine Schülerinnen für das tolle Ergebnis. Für euch alle war es die erste Teilnahme im Wettbewerb in der Kategorie Vokalensemble. Schön, dass bereits zum Auftakt alles so gut geklappt hat. So haben wir vor einigen Wochen angefangen zu üben. Vielen Dank an Soyoung und Mirella und Jelio für die Unterstützung bei der Entwicklung der Stücke. Die Reihenfolge der vorgetragenen Stücke müssen wir uns immer gut merken. Wir haben verschiedene Anläufe ausprobiert und uns am Ende für einen entschieden. Beim Einstudieren und während der gesamten Vorbereitung hatten wir viel Spaß gehabt. Vor einem Wettbewerb gehört auch ein kleiner Auftritt vor Publikum. In unserem Probenzentrum konnten wir nun das Auftreten vor Publikum auf der neuen Bühne üben. Auch in der Quarantänezeit haben wir weitergemacht und wechselten ersatzweise auf den Online-Unterricht. Wie geht's dir? Gut. Auch schön. Ich gerne mal probieren. Caroline, kannst du bitte die Kamera tragen, damit wir Jana sehen kann? Ihr seid willkommen. Genau, hast du Caroline gesehen? What are we gonna do? 사랑이 너무 귀엽다. Ausgerechnet so kurz vor der Wertung in Dortmund bekam ich einen positiven Corona-Test. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. James hatte die Vertretung für mich übernommen. Vielen Dank dafür, James. Ich wollte Hochzeit machen. Ich bete regelmäßig früh morgens und ich habe euch am Tag der Wertung alle in meine Gebete eingeschlossen. Und am spannenden Wettbewerbstag ist alles super gelaufen. Herzlichen Glückwunsch an Jana, Caroline, Felicita und Bea. Und natürlich James und Soyoung, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Aufgrund von Quarantänezeiten konnten die anderen beiden Ensembles nicht teilnehmen und wir dachten schon, es würde vielleicht nicht mehr gehen. Ich mache ein Video. Ja.
Aber die Musikschule Leverkusen bot uns einen Ersatztermin an, den wir zugesagt haben. Vielen Dank für diese Chance. Es sollte sich lohnen. Ihr habt das Ruhrgebiet im Rheinland wirklich sehr gut vertreten. Das erste Ensemble ist in Leverkusen angekommen. Die Mama von Janice hat uns sehr gut unterstützt. Und Gelio hat uns eine Kirche für die Vorbereitung organisiert, wo wir uns noch einmal einsingen und fleißig üben konnten. Bemerkenswert ist der Unterschied der Stimmungslage vor und nach dem Auftritt. Jetzt Gefühl, Claudia. Wie findet ihr? Das ist richtig schön. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben es geschafft. Ja. War ihr aufgeregt? Ja. Am Anfang ein bisschen, aber dann... Am Ende, wenn man gesungen hat, dann hat es auch gut gelaufen. Ja. Super. Schon mal herzlichen Glückwunsch. Ja. Anna und Anna, meine letzte Gruppe, ist in Leverkusen angekommen. Es wurde noch einmal richtig spannend. Wie fühlt ihr jetzt Gefühl? Seid ihr aufgeregt? Ein bisschen, ja. Aber wir freuen uns, oder? Ja. Super. Ja, toll geprobt. Die Probe mit Mirella lief richtig gut. Und wir hatten alle gute Laune nach dem gelungenen Vortrag. Nun ist auch Gelio nach seinen Proben in Leverkusen angekommen. Und ich dachte immer, er wäre ruhig. Ich habe gelacht, als ich seinen Puls auf der Uhr gesehen habe. Ich habe echt gelacht. Er war mindestens genauso aufgeregt wie wir alle. Das war mein Blog von Jugendmusiziert Projekt. Hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wir bereiten uns nun auf Landeswettbewerb vor. Ich bin schon sehr, sehr stolz auf euch. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und viel Kraft. Wir freuen uns auf den Landeswettbewerb in Detmold.